Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben-Wares Biker Edition. In der Folge wollten wir mit Laris in dem verbotenen Wald hinter Hagrids Hütte. Nein, Quatsch, wir sind ja nicht in Harry Potter. Wollten wir einfach in diesen Wald hinein. Okay, lass uns gehen. Wohin? Osten. In den dichten Wald im Osten, genau. Denn Laris wird uns da eine größere Hilfe sein, als wenn wir da alleine hingehen würden. Und wir würden natürlich die ganzen XP abbekommen. Also von daher ist doch so eine bessere Lösung. Gut, dann gehen wir mal in den dichten Wald im Osten. In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Dann wollen wir mal. Folge mir. Die Standardausrede oder beziehungsweise die Standardtext für alle drei Rundgänge, sag ich jetzt mal. Einmal zum Hof der Söldner das Ornament zurückbringen und in diesen Wald. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Stimmt, hast du recht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Glaube ich auch nicht. Aber der Laris wird das mit uns schon schaukeln. Und Belia sprach. Weiß man nicht, ob wir da jetzt ein Level up werden oder was wir da schaffen in dem Wald, aber wir werden sehen. Besonders in Kapitel 1 ist das gut, jetzt mit Laris dahin zu gehen und dieses Ornament da wegzuholen. So macht man den Wald schon mal einmal von Tierzeus quasi leer und in den weiteren Kapiteln spawnen ja neue, also man macht eigentlich nichts Verkehrtes dran. Ich würde vorschlagen, wartest du da? Oder muss ich hinterher rennen? Nee, danke, weil ich wollte noch ein bisschen gebratenes Fleisch essen, bevor wir uns jetzt weiter auf den Weg machen. Der gute alte Laris, der wird doch schon mit uns schaukeln, würde ich sagen. Ja, dann mal gucken, wir sind gleich da und dann, ja. Hoffentlich gibt das ordentlich XP. Also so ein Level ist doch so ein Minimum, was wir schaffen könnten, oder? Sicherlich. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Nein, du kannst wieder gehen. Na klar will ich da rein. Ja, gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Eklig? Und jetzt hat er auch die Rüstung vom Ring des Wassers angezogen, der kleine Mann. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier schaffen. Ich zieh zwar auch mal mein Schwert, aber ich glaube nicht, dass ich angreifen muss. Obwohl Ratten zu besiegen ja wohl eher zur leichteren Aufgabe in diesem Wald hier führen wird. Also von daher sollten wir da keine Probleme haben. Scavenger? Ich helfe dir so ein bisschen, Laris, aber ich kann nichts versprechen. Noch ein Scavenger. Töte den mal, ich pflück mal Pilze, ne? Besonders Dunkelpilze sind ganz gut, Laris. Kann ich dir empfehlen, das steigert auch deine maximale Mana. Aber wenn du die Pilze sammelst, Laris, gib sie lieber mir. Ein Wolf greift der da an. Greift doch Laris an, nicht mich, blöder Wolf. So. Es kann weitergehen, Laris, oder so noch Wölfe? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. In der Tat, ich hab's gesehen. Aber mach mal, ich sammle ruhig die Heilpflanzen ein. Boah. Hoppala. Ich höre hier was. Ich habe noch einen Wolf gehört. Was war ne... Oh, ne. Geh mal bitte auf Laris, danke. Ich helfe dir mal ein bisschen, weil da greift nämlich ein Skelett an, Kumpel.
Hilfe! Nein, nicht das Skelett! Das Skelett zerpflückt... Oh, das Skelett zerpflückt uns! Hilfe! Leute. Jo, wir kriegen trotzdem noch Erfahrungspunkte, ist das geil. Oh, wir haben gar nicht abgespeichert, ne? Ja, super. Leute, das lasse ich drin in der Aufnahme. Ich mach das jetzt nicht raus. Nö. So. Gut, Laris, jetzt nochmal. Aber wir überspringen ein bisschen, indem wir hier... Okay, lass uns gehen, überspringen, in den Wald, bla bla bla. Und jetzt los. Hopp, hopp, hopp. Ach, ich wollte eigentlich auch mal wieder speichern. Aber... Naja, passiert mal, ne? Das wird uns sicherlich nicht nur einmal passieren in dem Spiel. Denn wir sind ja jetzt erst in Kapitel 2, ne? Und... Da bleiben noch viele Kapitel übrig. Besonders so, ich würde sagen, so ab Kapitel 4, 4, 5 und 6 wird schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass ich da öfter mal abkrepel. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Genau, zu mir, da ich abgekrepelt war und er meine Seele haben wollte, der Belia. Nee, kein Plan. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach mal gucken, ob wir oder was wir da gleich ausrichten können. Am besten in diesem Wald, dass ich gar nichts angreife, weil ihr habt es ja eben gesehen, Skelett hat Laris angegriffen. Laris ist sozusagen unbesiegbar. Ich bin nicht unbesiegbar. Und Skelett hat zwei Schläge bei mir gemacht und ich war down. Und ich hatte eigentlich noch voll Leben. Oder fast voll. Und ja, gut, ihr seht es ja, ne? Naja, aber das Skelett gab 300 Erfahrungspunkte, ne? Ist ganz schön viel. Also, wenn wir da noch ordentlich mit Laris aufräumen, schaffen wir bestimmt so ein, zwei Level noch. Mal gucken. So, ich speichere einmal hier schon mal. Damit, falls mal wirklich wieder was passiert. Und dann einmal, wenn wir in der Mitte des Waldes drin sind. Wenn wir ein paar Viecher getötet haben. Gut. Ja, wollen wir. Ja. Ich hätte beinahe tatsächlich Nein angedrückt. Nee, ich will nicht mehr. Wollte ich gerade echt andrücken, aber... Naja. Das kann ja mal passieren, ne? Oh. Laris, ich überlasse dir das, weil ich kämpfe jetzt nicht. Auch wenn es eine Ratte ist, nur. Könnte ja mit meiner Armbrust kämpfen, aber... Puh. Der Laris, was tut der denn für mich? Na, die... Feldräuber könnte man sich auch später selber holen. Die sind jetzt nicht so das Ding. Scavenger und Wölfe gehen ja eigentlich auch. Wo man vor Angst haben muss, ist wirklich hier das Skelett im Wald und noch andere schöne Kreaturen, die ihr dann sicherlich sehen werdet. Greif ihn an, ich hole mal in der Zeit wieder die Pilze. Dann verplempern wir nicht so viel Zeit. Warte mal. Wollte ich gerade sagen, ich wollte den Scavenger anklicken und nicht Laris. Sollte mal... Schon wieder eins von diesen Biestern! Ein Mistvieh weniger. In der Tat, Laris. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ich höre da irgendwo Goblins. Das ist ein nicht so gutes Zeichen. Ich heile mich mal in der Zeit ein bisschen. Und speichere mal kurz. Und ich glaube, da focht uns gerade ein Wolf an. Entweder uns oder Laris. Aber gespeichert ist. Jetzt brauchen wir den Weg nicht nochmal und so man. Ah, Laris. Hm. Mach den doch da nicht oben. Lass die doch runterkommen. In diesem blöden Skelett, was da ist. Naja, gut, können wir jetzt nicht ändern. Yo! Hä? Hat das Skelett jetzt den Wolf angegriffen?
Na los, geh mal weiter da rein. Ich kümmere mich um die Wölfe hier. Dass die auch schön gelootet werden. Ich misch mich da nicht ein. Laris. Das hast du selbst zu Ja, der ist ja eh unbesichtbar. Ich misch mich da trotzdem nicht ein. Nee. Jo, einer schon mal down. Können wir auch das rostige Schwert mitnehmen. Und ein Knochen eines Skelettes. Ihr habt ja gesehen, wie das in der wie das in dieser Folge endete. Bevor wir hier nochmal hergerannt sind. Die hat uns mit 2 Schlägen den Rest gegeben. Nee, danke. Ich finde auch schön, dass er hier fast alles mitnimmt. Auf dem Weg dahin. Alles XP, die ich gebrauchen könnte. Da war sogar ein Keilerfell dabei. Wir können ja jetzt mittlerweile alles looten. Finde ich schon super. Hey, was kämpfst denn du da? Auch gegen Wolf. Dachte eben schon. Molo Rats? Ich höre Molo Rats. Oh, gegen die kann ich auch kämpfen. Boah, seht ihr, wie stark ich bin? Wow. Epic Fight. Und noch 2 Feldräuber. Die überlasse ich auch dir ruhig ein bisschen, dann kriege ich keinen Schaden. Feldräuber? Wenn ich irgendwann mal größer vom Level bin, dann brauche ich auch keine Begleitung mehr. Aber da gibt es ja auch so viel, wie ich weiß, keine Begleitung. Ich kenne jetzt nur in Gothic 3, dass man sich auch, wenn man keine Quest hat, eine Begleitung holen kann, oder? Ich weiß es nicht mehr. Schon lange her. Oh. Da kannst du dich auch drum kümmern. Ich kümmere mich nicht um Goblin-Skelette. Gibt schön viel XP. Ja, bald. Also doch vielleicht nur ein Level, aber hat sich gelohnt. Besonders in unserem Levelbereich. Ah, den Molowet hole ich. Keine Sorge, Laris, ich beschütze dich. Haha, beschützt. Bin der Leibwächter von Laris. Da ist nichts zu holen. Mach schnell. Ich will dir so schnell wie möglich wieder weg. Das glaube ich dir. So, dann speichern wir mal hier kurz ab. Wenn wir nämlich schon mal hier sind. Die ganzen Kämpfe, die ich nicht normal machen brauche. Und dann gucken wir mal da, wo wir das Ornament finden. Snapperkraut. Gibt es hier Snapper? Ja, sollte ich aufpassen. Heilkraut. Heilkraut. Ich sollte sowieso ein bisschen aufpassen, wo ich hier lang gehe. Feuerkraut. Feuerkraut. Nochmal Feuerwurzel. Feuerwurzel. Steintafel. Oh oh. Kronstöckel. Snapperkraut. Heilkraut. Heilkraut. Feuerwurzel. Feuerkraut. Heilkraut. So, und jetzt müssten wir endlich mal hier gucken. Wo sind denn die Schalter? In diesem Teil. Noch ein Snapperkraut. Ich will nur sagen, dass ich mich da nicht zu weit hintrauen will. Da. Weil da sind 2 böse Gestalten, die auf uns warten sonst. So, einen haben wir aktiviert. Hm. Wo ist hier der Schalter? Sag nicht, der ist hier irgendwo. Nee, ist er nicht. Bin ich blind? Hm. Wo war denn hier der Schalter, Mensch? Ach, da ist er. Ihr Wölfe reagiert nicht auf mich, ne? Super. Weil den hier sollte man zuletzt machen, da ja dieses Steinvieh kommt, ich nicht so stark bin und Laris es sich schnappen kann. Deswegen würde ich hier jetzt den Schalter irgendwo aktivieren, wenn ich ihn finde. Da. Und dann würde ich zu Laris rennen. Aber dazu speichern wir nochmal. Man weiß ja nie, so ein Steinvieh ist ganz schön stark noch. Und wenn der uns 1, 2 gibt, dann war's das. Und aktivieren und dann gleich zu Laris. Hilfe! Laris! Hilfe!
Super, danke. Aber wie seht ihr den an? Ey, Laris macht den Steinwächter kaum Schaden. Das ist Wahnsinn, aber da Laris unbesichtbar ist, ist das eigentlich völlig egal. So, den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Und wie soll ich hier jetzt rauskommen? Nichts aus der Hölle? Ich gehe einfach mal den Weg zurück hier, würde ich vorschlagen. Weil das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Dass der einfach so, du hast jetzt, was du willst, ich verziehe mich. Scheiße. Okay. Das heißt, wir gehen den gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind und versuchen, keine Monster anzulocken. Ja, das wird ja lustig werden. Ja, das wird lustig. Mal gucken. Haben wir denn fast ein Level geschafft? Naja. Aber sagen wir es mal so. Je höher vom Level wir sind, desto mehr XP brauchen wir. Und ist klar, dass wir... dass wir mittlerweile mehr Erfahrungspunkte benötigen, ist ja jedem jetzt hier hoffentlich klar. Und deswegen wird das mit diesem Stufenaufsteigen nicht mehr so einfach werden. Aber wir finden ja noch genug Pilze, die wir übrigens nach und nach essen können, um die permanenten Bonus zu bekommen. Oder Boni ist ja die Mehrzahl, ne? Nicht die Bonusse, die Boni. Und ja, mal gucken. Naja, Wolf wäre jetzt nicht so schlimm. Wenn wir so ein Goblin-Skelett oder ein Skelett anschleichen, dann wäre das so ein bisschen schwieriger. Dann nimm die Beine in der Hand und lauf. So. In der nächsten Folge können wir mal probieren, ob wir da oben auf der Brücke die Banditen da endlich mal loswerden, die da sind. Da sind ja ein paar Banditen, haben wir ja schon mal geguckt. Und einfach mal gucken, ob wir die loswerden. Falls wir die nicht loswerden, haben wir ein großes Problem und wir machen die einfach später. Aber das Problem ist dennoch dann verfügbar. Oh, hier sind alle Kräuter aufgesammelt, ne? Gut. Ja, dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, dann bekämpfen wir die Banditen da hinten. Und mal gucken. Wenn es nicht klappt, dann suchen wir uns erstmal eine andere Aktivität. Und wenn wir es schaffen, ist gut, weil das gibt nämlich ordentlich an XP. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.